Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Canis Kingdom Edit. Mein Name ist LTP und heute holen wir mal die Ratten aus der Bibliothek, habe ich mir so gedacht. Wäre eine coole Aktion, finde ich. Ja, Schiedszeit nehmen wir als letztes. Ja, das klingt gut. Ich hätte jetzt auch vielleicht noch mein Leben höher machen sollen, weil... Nun ja, mein Leben, wie ihr gesehen habt, es war nicht voll, es war halb leer. Haha. This is a disgrace! It's appalling! I don't want planes or a pet rat! This is your fault, Jimmy! Huh? What? No, it isn't. What are you guys talking about? The library is full of rats! And I got my pre-med test next week, amigo! You're such a lame-o! Some king you turned out to be! Oh, how I long for the old days! Sure, we were laughed at and mercilessly bullied by everyone. But at least you could study without fear of rodents coming near us. Get off! Oh, did you piss yourself again, Algy? Ew! No, oh, I swear! Algy. I spilled soda on myself. Soda? Right. What a bunch of sissies. Well, I'm not afraid of a few rats. Jeez, pathetic. Also wir merken schon, hier versucht uns jemand, schlecht zu machen. In der letzten Folge haben wir ja gesehen, in der Turnhalle war ein Straßenjunge. Selber die Bibliothek von den Ratten. Was? Und wie? Genau, die Schleuder wäre ja gut. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen Tierquälerei. Ah, hier ist also so eine Kiste. Ah, hier kommen die ja so alle her. Die wurden wirklich hier freigelassen. 7 haben wir schon. Ich überlege gerade auch einfach mal Dynamit ins... Ja, in die Mitte zu werfen. Sollte eigentlich auch schon helfen. Ja, ich bin doch dabei. Nicht so eilig, Mensch. Hier war doch eben schon wieder einer. Da. Komm, ey, die ist schnell. Wieso sind denn die Dinger so schnell? Das ist unglaublich. Steckt sich unter ihren toten Freunden. Clever sind sie aber. Mal ganz kurz hier hoch irgendwie. Geh doch mal bitte da hoch. Zack. Da ist noch einer. Da ist er. Und die letzte war irgendwo hier hinten. Da. Rennt die jetzt die ganze Zeit hier im Kreis? Wo ist die Ding, dieses blöde Vieh denn jetzt da? Und weg ist er. Check the delivery crate to see if any of them are still lurking in there. These crates? Yes, those crates. The rats appeared once those books were delivered. Everything seems to be fine, miss. I think I got them all. Thank you, Jimmy. If you have any late fees, I think we can just forget about them. I did that a long time ago. I mean, thank you, miss. Sehr schön. Dab, dab, dab. I always knew I could do it. Sehen wir irgendwo ein Mädchen? Mädchen? Du bist kein Mädchen. Du bist ein Mädchen. Hey, sweetie. Hey, honey. I have something to show you. Honey? You look like you like bad boys. I'm feeling really... Ich würde schon sagen, mögen die Mädchen mich jetzt auch nicht mehr? Das wäre jetzt sehr heftig. Weil sonst kriege ich ja nur noch die 100% und nicht mehr die 200% Leben. Ich habe mir jetzt ganz kurz Sorgen gemacht. Ja, kannst du überhaupt aufhören? Und ich sehe gerade, ich habe immer noch mein Schweißband um. Eigentlich habe ich doch auf dem rechten Arm gesagt, dass da nichts sein soll. Jetzt sieht man meine Schlange nicht so cool. Egal. Sieht ja eigentlich auch nicht so schlecht aus. Ey, die wollten jetzt auf mich losgehen, ernsthaft? Ah, Mann, ey.
Oh. Das wollte ich nicht. So, was? Was haben wir jetzt? Findet Johnny Vincent? Findet vor allem. Warum nicht einfach nur finde? Als würden sie wissen, dass ich ein Let's Play mache. Sie denken an euch, seht ihr? Allein dafür müsste das Spiel schon gekauft werden. Ach, wieder die typische Menü-Startpunkt, ja. Missionsstartpunkt-Dingens da. Ihr wisst schon, was ich meine und so. Ach ja, dieses Laden. Findet Johnny Vincent. Well, where'd he go then, you tramp? Who you calling a tramp? I loved Johnny. Not exclusively, I'll grant you, but I loved him. Now he's gone. Hey, what's going on? Johnny's disappeared, gone crazy, abducted by aliens. I bet it was you, Hopkins. Yeah. Since you turned up, everything's gone really weird. King of the school. Who's the daddy-o now, huh? My love has gone. Find him, king. Quit poking me. You're both acting crazy. Cut it out. Now tell me, where's Johnny? I don't know. Nobody's seen him. He got a little brokenhearted after we split up, but it's not my fault. Someone said they saw a couple of asylum orderlies driving up to his house. But you know how people love to talk. Johnny wasn't crazy. Asylum orderlies? He was a real leader. Not like you, Jimmy. Look, I'll get your boy back, all right? See you later, freaks. Freaks? Er hat gesagt Spinner. Aber okay. Ah, na los. Also jetzt geht's wieder ab an die Heilanstalt, wenn ich das richtig verstanden habe, um da mal zu gucken. Geht zur Heilanstalt, ja. Alles klar. Kommen wir ja eigentlich schnell hin. Gewalt. Ich kann euch ja mal richtige Gewalt zeigen. Komm, wir fahren mal ein bisschen hier über die Gleise. Die sehr schnell aufhören. Geil. Hat uns sehr viel gebracht, der Weg. Ach, wir fahren allgemein mal ein bisschen rum. Kommt. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und jetzt mal nach rechts. Und dann, glaube ich, war es nochmal rechts. Oder? Wir müssen irgendwie nach da drüben kommen. Aber so wird das nichts. Nee, so wird das nichts. Okay, dann nehmen wir doch einen etwas anderen Weg. Wir schlagen mal einen anderen Weg ein. Haha. Weg da. Gruftis haben jetzt Sendepause. Auto angefahren. Oh nein. Wo geht's hier hin? Kommen wir jetzt zu den Gleisen? Kann das sein? Oh, ich kann damit keine Jumps machen. Auch das ist doch ärgerlich. Ja. Hier ist bestimmt auch irgendwo noch ein Gummiband, aber dazu später. Hui. Das waren nur die Murmeln. Ja, ja, das ist wirklich diese Stelle damit unten mit dem Tattoo. Alles klar. So, wenn ich jetzt richtig liege, müssten wir jetzt hier irgendwann gleich nach rechts abbiegen können. Da, aber was haben wir denn hier? Ein Gummiband. Nummer 46 von 75. Schön. So, jetzt kommen wir hier runter. Endlich nicht mehr dieses blöde Vibrieren, ey. Das war ja richtig pervers. Ich hab nichts gegen Vibrieren. Das ist immer noch. Kommt immer auf den Belag an. Also den Zahnbelag, ne? Wir müssten hier irgendwie in eine andere Richtung einschlagen, Kumpel. Ja, genau. Probier's mal hier. Das sieht gut aus, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie auch nicht. Nee. Das führt uns zu gar nichts. Und da sind wir gekommen, oder? Nee, wir sind von oben runter, genau. Aber jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, glaube ich. Genau. Hey, ich bin gut. Ich hab's echt noch gefunden. Damit habe ich jetzt eigentlich gar nicht gerechnet. Na komm, was geht zur Heilanstalt? Ich bin noch da, Mensch. Ich bin doch schon da.
Soll ich jetzt wieder da reingehen? Ernsthaft? Ach, das ist doch immer mit so viel Arbeit verbunden, da reinzukommen. Vor allem, ich habe die ganze Zeit meine Schleuder in der Hand. Warum habe ich die Schleuder in der Hand? Das ist doch... Nee. Sind die Pfleger immer noch so aggressiv hier unterwegs? Sieht so aus, ja. Unerlaubtes Betreten, ja, ja. Wie weit geht er? Wenn du noch ein Stückchen gehst, dann komme ich an dir vorbei. Ich probiere es jetzt einfach mal. Nein! Doch, ich bin verrückt. Och Mann. Okay Leute, ich schneide das ganz kurz raus. Sie sieht mich dann gleich, wenn ich in dem Gebäude drin bin. Bis gleich. So, und da sind wir endlich auch drin. Schleiche an den Pflegern vorbei und finde Johnny Vincent. Das sollte ja eigentlich kein großes Problem darstellen. Hoffe ich. Obwohl, es sieht so aus, als wären da jetzt noch mehr Pfleger unterwegs. Sehr viele Pfleger. Ey, was? Ah, jetzt machen die Räume nämlich auch Sinn. Jetzt müssen wir uns nämlich, glaube ich, immer wieder in den Räumen verstecken. I don't know, don't care, but he sure does yell a lot, huh? Macht er jetzt? Geht er jetzt auf Patrouille? Mal ganz kurz sein Muster da versuchen zu erkennen. Oh, das war anscheinend noch die leichte Etappe. So. Oh Gott. Ich soll jetzt... Ach du Kacke. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Deswegen war ich jetzt gerade schon so ruhig. Oh, bitte nicht ganz raus. Bitte nicht ganz raus. Ansonsten muss ich jetzt echt erstmal pennen gehen. Bitte nicht. Nein. Alles klar, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich an der Stelle bin. Bis dann. Okay. I'm not crazy. Let me out, you pigs. Das ist schwer. Wie soll ich den hier holen? Oh, ich hab's, ich bin vorbei. Er ist weg. Ich hab's geschafft! Jimmy, you gotta get me out of here! Ich bin dabei! You gotta get into the control room to open the door! Was? Get an orderly uniform from the laundry room! The dropout set me up! What are you waiting for? Auf gutes Wetter! Gutes Wetter wäre jetzt echt geil. Oh Gott. Wo soll ich da hin? Nicht ernsthaft. Nein. Jetzt war's das wieder mal. Ernsthaft? Hä? Richtig gut. Nee, warte mal, das ist jetzt, glaube ich, ganz unklug. Oder? Nee. Achso, hier habe ich so gesehen einen kleinen Save Point, das ist schön. Ach du Kacke. Vor allem die Zeit ist gegen mich. Das ist das Schlimme gerade. So, in dem Waschraum. Ja, da bin ich ja fast. So, jetzt ist unser Moment. Rein da. Pflegeuniform.
Darf ich mich jetzt so frei bewegen? Bitte? Ich rede mit dem Wachmann im Kontrollraum. Oh, danke. Ey. You want your break? Man, this is so boring. Weil er tritt jede Tür auf, das ist so gut. I'm free, you wankers! Thanks for getting me, kid. Hey, let's go out the back way. Follow me. Ich versuch dir zu folgen. Nur die Zeit ist gerade ein bisschen stark gegen uns, Johnny. Ernsthaft jetzt, ey, wir haben nicht viel Zeit, ich penne da gleich ein. Finde den einen Weg aus der Haianstalt. Ja, wie? Whoa, man. Es ist doch hier alles zu. Ach, so habt ihr euch das jetzt noch gedacht. Ernsthaft jetzt. Oh, das wird nie was. Das wird niemals was. Komm, ey. Johnny! Oh, bitte sag, die Mission ist jetzt vorbei. Bitte. Bitte. Ich habe keinen Bock, die nochmal machen zu müssen. Wenn ich irgendwo hier auf der Straße einpenne, das ist mir scheißegal, aber solange ich die Mission geschafft habe, bitte. Alles andere ist doch nicht wichtig. Thanks for getting me out, Jimmy. Ja, ja. How'd you get in there to begin with? Some of the local kids said they'd gotten together with Lola. I went a little crazy. I can believe that. Yeah, anyways, I gotta find Lola, see if it's true or not. See ya. Alright, Johnny. Have fun. Oh, wir haben diese Mission geschafft, Leute. Wow. That's it? War hier nicht irgendwo mein Go-Kart? Nicht mehr. Haha. Ich werde hier einpennen. Alles klar. Oh, los, los, los. Es wird nie was. Eingeschlafen. Sehr schön. Was ist uns geklaut worden? Keiner weiß es. Das Schöne ist ja, dass ich hier kein Fahrzeug habe. Ich habe nix. Es ist doch nicht wahr. Oh. Steht da Herausforderung. Komm, die machen wir mal noch. Na los, komm schon. Na los. It's a pretty cool game. It's all about killing things, taking their stuff. What was it called? Grottos and Gremlins or something like that? Yeah. Hey, what are you doing in here? I'm here to beat you up and evict you. Enough talking, let's fight! Let's. Komm, komm, komm. Habe ich nicht noch meine gute Waffe? Ich hab sie. Nein, du wirst mich bestimmt nicht flachlegen. Aber hier! Grünes Ninja-Kostüm freigeschaltet, was? Wofür? Ich habe das grüne Ninja-Kostüm freigeschaltet. Ihr habt's gesehen. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ich hab's. Ich hab's sie auch besiegt, oder? Aber da kommen mehr. Nee, das ist uncool. Das ist ganz uncool. Ein Schlag und er ist tot. Okay. Wie sieht's mit dem aus? Der hat noch ein bisschen mehr, aber so, dass ich ihn schnell fertig machen kann eigentlich. So, jetzt zu dir. Du bist scheiße. Bam. Bam, bam, bam. Ich hab's geschafft. Du hast das Städter-Clubhaus erhalten. Und damit haben wir jetzt auch alle Speicherpunkte. Sehr schön. Alles klar, Leute. Würde ich sagen, sehen wir uns dann auch in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Canis Canem Edit. Mein Name ist DTP. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss.